Was soll ich sagen, Leute? Das ist das erste Projekt heute in dieser neuen Werkstatt, wo die Maschinen auch an die Absauganlage angeschlossen sind. Aber tatsächlich ist das heute eher so ein, ja, ein eher trauriger Anlass, mit welchem Projekt ich heute starten werde. Ein Kollege hat mich kontaktiert, der liebe Philipp. Und der hat mich halt eben gefragt, ob ich ihm eine Urne machen kann und ob er die mit mir halt eben zusammen dann drechseln kann. Und darum geht es auch tatsächlich heute in dem Video. Ich werde euch heute zeigen, wie ich halt eben eine Urne vorbereite und wie wir die halt eben später dann zusammen drechseln werden. Das ist auch tatsächlich gar nicht mal das erste Mal, dass ich sowas gedrechselt habe. Ich habe einmal sowas gedrechselt für einen Hund und darauf hat sich jemand bei mir gemeldet und hat mich halt eben gefragt, ob ich mit ihm auch eine Urne drechseln kann. Damals hat er, der liebe Florian, ich habe auch hinten ein Bild von ihm, also da haben wir zusammen ein Bild. Damals hat er den Rohling vorbereitet und ich habe ihn halt eben so ein bisschen unterstützt, als wir das Ganze dann zusammen gedrechselt haben. So ein Thema ist natürlich immer belastend. Ich will das hier auch nicht runterreden. Darum soll es auch heute gar nicht so sehr gehen, weil das halt eben eine private Angelegenheit ist. Das ist nicht meine Aufgabe, das irgendwie hier im Internet breitzutreten. Ich werde euch heute zeigen, wie wir das Ding halt eben herstellen werden. Und vielleicht mit dem Video einfach mal nur so die kleine Info. Denkt immer dran, es könnte immer das letzte Mal gewesen sein, wenn ihr jemanden verabschiedet. Das solltet ihr immer in Erinnerung behalten. Da denke ich auch tatsächlich relativ oft dran, wenn ich zum Beispiel auch nur mal 2, 3 Wochen mit dem VW-Bus weg bin. Es kann immer was passieren. Und das sollte so vielleicht auch so ein Gedanke sein, den ich euch heute mit dem Video auf den Weg mitgeben möchte. Wir werden jetzt mit dem Holz anfangen, wir werden das alles heute herrichten und die Prozesse werde ich euch heute in dem Video halt eben zeigen. Das Holz hat der Philipp sich ausgesucht, also ich rede hier nicht in der dritten Person von mir, es gibt auch andere, die Philipp heißen. Und das war so ein Wunsch von ihm, dass wir halt eben dieses Material hier benutzen, das werden wir jetzt gleich bearbeiten. Das ist Ovangol, das ist ein sehr, sehr schönes Holz und ja, ich bin gespannt, wie sich das halt eben bearbeiten lässt. Ich habe das heutige Projekt auch nochmal zusätzlich in SketchUp gezeichnet, dass man auch einfach so ein bisschen die Proportionen sehen, wie das Ganze auch gebaut werden muss, die einzelnen Winkel, die einzelnen Breiten von den Teilen. Da gibt es nämlich heute auch so ein bisschen was zu beachten und ich habe das Ganze auch noch extra einmal als runde Säule gezeichnet, dass wir halt auch einmal sehen, okay, das ist wirklich die finale Dimension. Unten wird das Ganze noch etwas abgerundet, damit die Form auch einfach ein bisschen schöner ist, dass man sich da wenigstens so in den letzten Stunden noch so ein bisschen dran erfreuen kann. Und genau, das habe ich alles abgeklärt, ob das halt eben so gefällt, ob das so passt, sonst würde ich es natürlich anpassen nochmal. Und genau, das waren jetzt so die Vorarbeiten, die ich gemacht habe. Und jetzt können wir das Holz ablenken und wie gewohnt erstmal ein bisschen grob vorbearbeiten. Ich muss wirklich sagen, das Zeug hier zu schneiden ist ziemlich fies. Die Problematik, die wir hier auch haben, ist, dass wir links, rechts nicht so viel Platz haben oder nicht mehr so viel Material. Was bedeutet, dass wir hier solche Reststreifen haben. Ich denke, am idealsten wäre es eigentlich, wenn man hier ein Opferholz auf die Tischplatte bringt, die irgendwie verzwingt, damit das Ganze nicht zwischen das Sägeblatt und den Formattisch schieben oder fallen kann. Weil eben hat sich ein Teil hier verkeilt und das Sägeblatt, das kann ich jetzt nicht mehr oder das brauche ich jetzt nicht mehr großartig zu benutzen, weil das wirklich durch ist. Schaut euch das mal an. Das war nur ein Teil und das ist jetzt komplett stumpf und das muss jetzt erst wieder zum Sascha gesendet werden, damit er es wieder schärfen kann und vor allen Dingen auch reinigen kann. Ich habe jetzt erstmal ein gröberes Sägeblatt auf die Maschine gepackt und ich schneide diese 15 Grad Gärung jetzt in mehreren Schritten. Ich habe auch übrigens das Sägeblatt erstmal auf 14,5 Grad gestellt und werde das Ganze später mal zusammenstellen und dann sehe ich, okay, dann kann ich mich so ein bisschen ranarbeiten, dass ich dann auf die perfekte Gärung komme, damit wir halt eben keine Lücke haben. Das war jetzt so mal die Idee, das wollte ich mit dem Projekt heute auch so mal ausprobieren. Ich schneide jetzt immer ein bisschen weiter vom Rand weg, damit wir noch nicht auf die finale Breite kommen, damit wir im Prinzip später kein Abfallstück haben, sondern nur Staub, was quasi im besten Fall eingesaugt wird. Aber hier ist es auch super wichtig, mit Artenschutz zu arbeiten, weil ja, der Staub hier ist nicht so ohne. Das solltet ihr immer bei solchen Tropenhölzern beachten. Gut, das Blatt war jetzt nicht ideal und dadurch, dass ich so viele Längsschnitte mit dem jetzt gemacht habe, hat das auch echt ins auf die Ohren gekriegt. Wie gesagt, das ist echt
Das ist Verschleiß, die Blätter echt ganz ganz extrem. Weißt du was, wir machen mal beide Seiten fertig und dann halten wir sie mal gegenüber. Gucken wir mal, wie sie übereinstimmen. Jo, ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn man das in zwei Touren leimt. Wenn ich dies ab und dann ist es ja nochmal. Ja. Ja, gut, dann geht's hier. Das Ganze konnt ihr jetzt über den Sonntag hin aushärten und ich zeige euch gleich mal, wie die Leimfugen bis dato aussehen. Und jetzt schaut euch das mal an. Das sieht wirklich schon richtig gut aus. Also hier außen kann man schon fast gar keine Fugen mehr erkennen. Also bin ich guter Dinge, dass das später auf der Drechselbank ziemlich perfekt wird. Vielleicht fragt ihr euch ja, warum ich das in zwei Teilen verleimt habe. Es wäre viel besser, wenn man das in einem Stück verleimen würde. Da könnte man heute schon anfangen zu drechseln. Ich habe ja wirklich die größte Sorgfalt gegeben, als ich die Gärung eingestellt habe. Und ich habe auch alle Teile immer nachgemessen. Und das hat mit der Schmiege tatsächlich bis auf 0 gestimmt. Also 75 Grad, 15 Grad brauchen wir ja hier. Und das hat gestimmt. Allerdings haben wir hier trotzdem jetzt noch eine relativ große Lücke, weswegen wir das Ganze jetzt hier noch einmal abrichten werden, damit die Teile später wirklich perfekt passen und das Ganze auch satt zusammensitzt. Ist ja eigentlich relativ easy going. Wir holen das Teil, tun es abrichten und dann sind wir auch schon gut dabei. Da müssen wir auch wirklich auf eine Sache wirklich, wirklich gut achten, was so das Thema Sicherheit angeht. Denn wir haben jetzt hier was verleimt und ich zeige es euch mal in der Abrichte, was ja passieren könnte natürlich. Hierfür müssen wir natürlich unseren Messerschutz ganz zur Seite schieben, damit wir jetzt hier unser Teil abrichten können. Was ist da jetzt so gefährlich? Zuerst einmal, wie wir es greifen. Wir müssen uns immer im Klaren sein, dass hier eine Messerwelle ist, die richtig viel Schaden anrichten kann. Und wenn wir das Ganze so greifen, ist das schon wirklich gar nicht ideal, weil wenn wir abrutschen, können wir hier reinkommen. Wir sollten allerdings auch dran denken, dass wenn wir das Ganze jetzt hier so halten und abrichten, dass das hier immer brechen könnte und dann würden wir direkt in die Messerwelle greifen. Und das will ich euch nur mit auf den Weg geben. Denkt immer dran, wenn ihr sowas verleimt habt, dass er da jetzt mit so ein bisschen Fingerspitzengefühl das auch abrichtet, weil es kann immer im Prinzip alles passieren. Das heißt, wenn das hier bricht, könnte ich hier reingreifen und den Unfall wollen wir natürlich vermeiden, weswegen wir hier mit ein bisschen Fingerspitzengefühl das Ganze gleich abrichten werden. Dadurch, dass wir das jetzt abgerichtet haben, können wir jetzt sicherstellen, dass wir eine perfekte Leimfuge haben. Und wenn wir das Ganze jetzt mal so zusammendrücken, sehen wir auch wirklich, dass wir eine sehr, sehr gute Leimfuge halt eben haben. Das Ganze können wir jetzt miteinander verleimen. Thank you.
Also ich hatte sie mit Öl heute noch nicht, oder mit Wasser, hatte ich es noch nicht gesehen. Jetzt ist der Herr schon der Besondere. Ja. Austriege, immer Holle. Einfach so wie das ist. Einfach Hufreiber, genau. Das Öl sieht jetzt doch nochmal ein gut Stück besser aus, ne? Genau, ne? So, der Multiplex kommt dann auch richtig gut. Ja. Johann ist fertig und so schaut sie halt eben jetzt aus. Wir haben uns zusammen dazu entschieden, als wir die Oberfläche bearbeitet haben, dass wir sie einmal mit dem Winkelschleifer bearbeiten werden. Weil wenn man so ein bisschen genauer drüber nachdenkt, dann hat das halt auch eben mehr Sinn gemacht. Weil ich sag mal, ich bin so eher der Typ, der dann mit 320er Korn arbeitet. Aber der Philipp hat schon auf vielen Baustellen gearbeitet und da habe ich dann auch gemeint, ey, eigentlich passt das viel besser, weil du hast in deinem Leben eher öfters den Winkelschleifer benutzt, als das mit 320er Schleifpapier irgendwie am Holz rumgeschliffen hast. Und deswegen lass uns doch das Ganze wirklich dann so gestalten, dass wir die Oberfläche ein bisschen wellig, wie das Leben halt auch manchmal ist, ein bisschen unrund, dass wir die Oberfläche halt eben so bearbeiten. Anschließend haben wir die gebürstet, dass wir trotzdem eine schöne Haptik haben. Und das ergibt halt wirklich jetzt ein ganz besonderes Oberflächenfinish, weil es kommt hier auch nicht drauf an, ob jetzt jedem diese Urne gefällt. Das ist gar nicht das Thema. Die muss tatsächlich nur einer Person gefallen oder halt eben den Personen, die halt eben die Angehörigen sind. Und ich würde sagen, das haben wir auf jeden Fall hinbekommen. Eine super schöne Urne, wie ich finde. Zum sehr, sehr traurigen Anlass natürlich. Aber ich denke, wenn man sowas selber macht, ist das immer, das ist eine feine Sache. Wegen der Vollständigkeit halber hier noch die Information. Wir haben uns hier für eine relativ simple Lösung entschieden, wie wir das Ganze dann, oder wie der Bestatter, ich glaube, der macht das dann an dem Tag, wie der dann halt eben diese Urne in das Grab legt. Wir haben hier zwei Löcher versenkt und durchgebohrt. Dort kommen dann Schnüre durch, mit denen man das Ganze dann halt eben ablassen kann. Der Deckel, der ist einfach nur eingelegt. Da haben wir noch was Schönes eingraviert, das werde ich euch nicht zeigen, weil ich denke, das ist dann schon eine relativ private Sache. Leute, was soll ich sagen? Ich denke, zu dem Thema sollte man nicht zu viele Worte verlieren. Die Urne ist fertig, ihr habt ja auch ein paar Bilder gesehen und bis zum nächsten, hoffentlich erfreulicheren Projekt sage ich Tschüss.